alle Bereiche, alle kaufmännischen Bereiche in einem Autohaus kennen. Und kann dann natürlich schon in der Lehre sich auf ein Gebiet spezialisieren oder beziehungsweise wo man sich halt am wohlsten fühlt. Das tue ich im Service als Serviceassistentin. Da habe ich mich ja dann auch zertifiziert als geprüfte Automobilserviceassistentin. Ein typisches Beispiel einer Serviceassistenz ist, wenn der Kunde das Autohaus betritt und eine Kontrollleuchte im Wagen leuchtet. Wir müssen den Kunden dann auf der emotionalen Ebene abfangen, beruhigen und ihn verstehen. Denn für ihn steckt nicht nur das Auto dahinter, dass das nicht funktioniert oder etwas aufleuchtet, sondern auch ein emotionales Problem, wie zum Beispiel, dass eine Mutter ihr Kind nicht sicher aus dem Kindergarten abholen kann. Wir als Serviceassistentin nehmen dann alles auf, fragen den Kunden, was genau mit dem Auto vorging und sind dann die Schnittstelle zum Service, indem ich dem Serviceberater alle nötigen Informationen und den Autoschlüssel weitergebe. Es war dann zum Schluss für mich ein tolles Erfolgserlebnis, dem Kunden sein Auto innerhalb weniger Stunden wieder einwandfrei rausgeben zu können. Und der Kunde hat sich auch nochmal bedankt. Das hat mir wirklich gut getan. Die wichtigen und besonderen Aufgaben einer Serviceassistentin ist zum einen die Schnittstelle zwischen Kunde und Autohaus, aber auch das Bindeglied zwischen allen Abteilungen im Autohaus. Wir als Serviceassistentin sind das Gesicht vor Kunde und man muss natürlich den richtigen Umgang mit dem Kunden bewahren, sodass sich der Kunde bei uns wohlfühlt und wir Vertrauen schaffen. Mit unseren Serviceassistentinnen sind wir sehr zufrieden, denn die Ausbildung hat gezeigt, dass ja, die Kompetenz wirklich dort vermittelt wird, die Mitarbeiter sich das Wissen anlernen, aneignen und auch hier umsetzen. Allein dieser Fakt, wie viele Problemfälle ploppen noch bei einem Geschäftsführer, bei einem Betriebsleiter auf, zeigt, die Mitarbeiter haben das im Griff. Die Weiterbildung, die findet nicht nur hier im Autohaus statt, sondern in den verschiedensten Trainingszentren in ganz Deutschland. Man darf 4-mal für eine Woche dorthin fahren, bekommt dann da theoretisches Wissen, was man im Autohaus dann praktisch umsetzen sollte. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Freundlichkeit und natürlich auch Offenheit mitbringen. Wenn du Spaß am Umgang mit Menschen hast und das Auto liebst und dann dazu noch eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung besitzt, bist du als Serviceassistentin genau richtig.